Jo, und weiter geht es natürlich hier in Portal Stories Mel. Die ganze Zeit über, ja, sind wir natürlich noch immer hier im Untergrund. Keine Ahnung, wie weit es hier generell noch geht, aber ich würde mal zumindest sagen wollen, bisschen Audio könnte hier an sich auch nicht so schaden. Also machen wir mal ein bisschen Audio rein. Mal sehen, was wir davon zu Feines haben. Vielleicht kommt auch Musik, wer weiß. I kind of have a bit of bad news. Yeah, I know. You don't want to hear any more bad news after the security override. I couldn't do. My records of this sphere are out of date, to say the least. There should be an exit after the third section of this test. However, I don't know if getting there will be that easy. You got it in you, though. You're my Olympian, who might not have a beating heart anymore. Das sind ja Motivationssprüche vom feinsten Virgil. Na gut. Auf jeden Fall interessante Musik. Die Musik, die hätte ich wirklich schon von Anfang an mit aktivieren sollen. Na gut, egal. Also dann. Ich habe hier einen Würfel. Okay, ein Würfel des Glücks und da habe ich ein bisschen orangene Pampe des Glücks. So wie es ausschaut, kann ich da orangene Pampe an beiden Stellen hin donnern. Also, ja, komm. Ein bisschen orangene Soße hier und dann machen wir mal hier ein bisschen Soßenkleister. Knallen wir hier noch ein bisschen was hin. Und da noch ein bisschen was hin. Komm schon, ich will orange Soße. Viel mehr Soße muss hier hin. Viel mehr Soße. Ich fasse das mal als viel Soße ab. Das sollte doch zumindest reichen, denke ich mal. Sehr, sogar. Doch, sollte funktionieren. Jetzt noch richtig viel Anlauf nehmen, rüber und nicht in die Suppe fallen. Sehr gut. Okay, mal sehen. Da oben, da muss wohl ein Knopf sein. Sag mir jetzt nicht, dass da ein Button für den Würfel ist, aber doch, muss sein, weil sonst, ja, ansonsten würden ja diese Fissler hier nicht ausgehen. Okay. Ach, okay, gut. Das Prinzip, ja, das kommt mir etwas leicht bekannt vor. Zwei Portal, drei Flächentechnik. Einmal rüber, rüber und holla die Waldfee. Genau. Achso, ich hätte auch vielleicht im Flug, wenn ich so viel Skill. Ach, egal. Also mal sehen. Ich brauche erst einmal meinen Würfel. Ein blaues Portal muss ich dann setzen. Und zwar hier. Gut, nehme ich mit. So, warte. Ich glaube, es wäre vielleicht vom Vorteil, wenn ich hier noch ein bisschen orangene Soße noch mit hin donner. Vielleicht wäre das ein bisschen vom Vorteil. Also, her mit orangen Soße. Wenn wir dort so viel hinklatschen können, ja, dann geht das, denke ich mal. Reicht das aus? Das überzeugt mich definitiv. Gut. Okay, reicht. Tja, gut, mal sehen, wie viel auch immer noch kommen mag. Ich werde sehen. So, know your hazards material. Don't touch anything unfamiliar. Oh, ich soll also nichts anfassen, was irgendwie, ja, schwer biologisch zerstörerisch ist. Also so wie diese biologische Soße da unten. Okay, werde ich mir merken. Ich kann kein Portal dahin schießen, schade. Ich hätte jetzt wirklich angenommen, ich hätte jetzt hier ein Portal hinschießen und mich nochmal dorthin begeben können. Okay. Naja. Mal sehen, was ich jetzt so Feines hiermit habe. Da kann ich hin. Dann nutze ich doch die Gelegenheit, dann mach dorthin. Ach so, ich muss mit Speed dort rüber. Ja, okay. Warte, wie stelle ich das an? Da stelle ich ein Portal. Ach, doch, ja, doch. Na klar, so kann ich es machen. Gerade eben noch von der Drei Flächen, zwei Portaltechnik gesprochen und hier kommt sie jetzt wieder zum Einsatz. Zwei Flächen, drei Portaltechnik? Ja, soll es auch geben, aber was ist dann bitte schon das dritte Portal, frage ich mich. Okay, orange muss ich dann setzen. Und einmal rüber. Wait a second, I'm getting some strange voice coming through. I'll patch it through. Scanning. Lima Whiskey. 70% complete. No vital signs detected. Initiating flooding procedure. That's coming up from new aperture. What's that? My scans are going nuts. Something's happening. The sphere's unstable. Get out of here. Run! Das sind ja gute Nachrichten. Sag mir jetzt nicht, dass ich jetzt hier unter Zeitdruck stehe.
Das wäre etwas leicht kontraproduktiv, weil ich muss mich jetzt erstmal generell hier... Okay, gut, Zeitdruck. Mal sehen. Da habe ich einen Würfel. Der Würfel, der macht... was macht der so Feines? Der deaktiviert das. Okay, das heißt... Ach ja, okay, nochmal hier mit Speed darüber. Blau muss ich setzen. Ah ja, jetzt bin ich also erstmal zumindest hier und damit deaktiviere ich das. Das kann ich zu meinem Vorteil mit nutzen und dann den Würfel rausholen. Sonst... Obwohl, warte mal, ich glaube, ich mache vorher noch etwas anderes. Wenn dieses Shaking jetzt hier mich nicht in Beunruhigung jetzt bringen würde, dann... Ja, okay, gut. Wir werden sehen. Also... Ach so, dieses Feld, das deaktiviere ich, indem der Würfel dann da drauf ist. Okay, hab schon verstanden, den Gag. Na dann, hol ich mir mal meinen Würfel des Glücks, denke ich mal. Und mal sehen, wo muss der hin? Der muss dahin. Sollte ich nicht eigentlich, warte mal. Ach so, da muss ich jetzt lang. Ich dachte, ich müsste jetzt hier wieder raus und... Okay, gut, ich probiere einfach mal mein Glück. Ich werde sehen, ob es wirkt oder nicht. Ich fasse das mal als erfolgreich auf. Und ein Stückchen weiter rechts und ich wäre baden gegangen. Oder... Egal, ich gehe hier lieber raus. Das wird mir doch etwas zu unsafe. Zu unstable. Da mache ich ja schon so übelst viel Zeitdruck. Und dann lässt sich der Fahrstuhl noch so viel Zeit. Okay, gut. Aber wie es ausschaut, sind wir jetzt schon mal ganz weit oben. Jo. Naja, sieht doch relativ noch in Ordnung aus, würde ich mal sagen. 1978. Wow, wir haben eine Zeitreise gemacht. Das ist schön, das ist toll, das ist grandios. Oh. Kran. War nett mit dir. Auch wenn ich dich nicht kenne. Wow. Das soll wohl bedeuten, ich sollte hier mal ein klein wenig sputen. Weil ich glaube, ja. Die Gefahr ist real. Soll ich jetzt hier runterspringen? Na gut, ich meine, ich könnte hier und... Ja doch, ich glaube, ich müsste so lang. Hoffentlich ist das jetzt kein Fehler. That explosion blew the whole toxic goo pump station apart. It's letting flood wars up. We gotta get out of here. It's not safe. Get through the control centers. There's a transition seal leading up to where I am. Hurry, before this whole place floods or comes down. Ja, natürlich. Lass mich doch erst einmal mich orientieren, wo zur Hölle ich denn überhaupt lang muss. Oh, cool. Steine fallen runter und... Ach so, ein Fahrstuhl kommt ja lang. Wollte schon jetzt sagen, woher kommt dieses Licht? Soll ich den Fahrstuhl nutzen oder soll ich eher safe die Treppen hochgehen? Ach, ich fahre mit dem Fahrstuhl. Was sollte da schon Schlimmes passieren? The place is exploding. Rocks are falling everywhere and you're taking the elevator. What if the power went out? You'd be trapped. Dann mach ich sie hier raus oder ach so, ich hätte sowieso hier rausgekonnt. Okay. Dann nehme ich das einfach mit zur Kenntnis. Stimmt, was wäre eigentlich wirklich gewesen, wenn du jetzt hier da drin gefangen gewesen worden wärst? Ach, egal. Das ist nicht Teil des Spiels, geschweige denn Teil des Spielgeschehens. Noch ein bisschen mehr Steinchen. Ich glaube, ich verziehe mich hier mal ganz schnell. Ja, ich habe mir auch erzählen lassen, dass Wasser effektiv gegenüber Feuerbekämpfung ist. Gut zu wissen. Also dann, da habe ich einen Mainlift oder hatte da zumindest einen, weil ich sehe, der ist nicht mehr irgendwie funktionsfähig. Da geht es ja quasi zum Main Office, okay. Hört sich irgendwie nicht so einladend, berauschend hier an, sondern mehr so nach Gefahr, Explosion, bum bum, Gedöns, jupp. You gotta get out of there. The room's filling with smoke. Das sind keine guten Nachrichten. Okay, kann ich hier was machen? Ja, ich kann hier lang. Okay. At least you won't suffocate in this room. But you still need to find a way to get to the transition seal. Is there anything you can use to put out the fire or something?
Ich denke mal schon, dieser Schalter, der wird mir doch bestimmt die notwendige Mitteilung geben, die ich gerne möchte. Was haben wir hier? So, if a future tries to warn you about this test, don't listen. Oh ja, das kenne ich. Whoa, don't do that. You would break the place down in your head? Virgil, wo zur Hölle soll ich bitte schon wissen, dass dieser Schalter hier eine weitere Bum-Bum-Explosion auslöst? Okay, gut, da habe ich Feuer. Ah, da habe ich Wasser. Okay, Gag verstanden. Hallo, Kev-Schanzen. Hallo, ich möchte gerne Portal zu der Wasserstelle. I can't believe that worked. Oh, right, get going. Before something else happens. Ich denke mal schon, dass es funktioniert, weil Wasser und so. Egal. Wow. If you'd been there a few seconds earlier, you'd have been incinerated. Thank the maker you were, though. I need the muscle. Wozu braucht ihr einen Muskel? Naja, auch gut. Sonst haben wir nichts. So, Contamination Area. Okay. So, was war hier drin? Oh. Okay, gut. Hier, so etwas Ähnliches war hier drin. Auch gut. Man merkt schon, hier ist ja ordentlich die Kacke am Dampfen. Da möchte ich doch mal ein bisschen Betrieb machen, denke ich mal. So, wo bin ich jetzt? Ach so, hier bin ich jetzt. Ah, okay, verstehe. So, dieses Fass ist also hier... Ah, Fass sage ich schon, also... Ja, diese Stelle ist ja explodiert. Okay, gut. Da muss ich lang. Das scheint nur der einzigste sichere Weg zu sein, denke ich mal, weil alles andere wird hier definitiv nicht mehr so ganz stabil auf den Spieler einwirken, denke ich mal. Doch zumindest so. Caution, this sign is radioactive. Och, mein liebes Schildchen. So. So, in the event of a flooding, seek air pockets. Was haben wir hier noch? Biohazard, Effects Agents oder Internet. Phone. Okay. Gut zu wissen. Falls ich ein Telefon habe, kann ich da mal anrufen. Der Pfeil sagt mir eindeutig, ich soll da lang gehen. Warum? Okay, bad news! When the pump station blew, the floodgates opened up wide. Toxic goose rising fast. The sensors maxed out ages ago. Warning lights, woo! Going crazy all around. This just got a lot more serious. Na, wenn das mal keine guten Nachrichten sind. Ach so, von dort oben kam ich. Ja, ich wollte doch jetzt nachfragen, war ich nicht schon mal hier in unmittelbarer Nähe? Also zumindest kam mir doch so einiges hier bekannt vor. Okay. Ach, okay, gut. Ich glaube, ich weiß, was ich hier machen darf. Hoffentlich gehen diese ganzen Kisten nicht irgendwie kaputt oder so, weil das wäre dann etwas leicht blöd. Funktioniert das? Ja, yep, funktioniert. Jetzt will ich mal sehen, kann ich mich ja selber mich hier betrachten? Na, noch nicht ganz. Okay, gut. Ich würde mal gerne wissen, wie Mel jetzt hier wirklich ausschaut. Falls ich das nicht schon mal getan haben sollte. Only a bit further and you'll be at the hatch up to me. Hurry. I'll try to slow the goo down a bit. Ja, ja, okay, gut, wie du meinst. So, was habe ich hier? Ein Button und da kommt ein Würfel raus. Yay, Würfel! Antike Würfel und uralt Kev Johnson, so wie man den kennt und liebt mit seinen Zitronengranaten. Was wären denn eigentlich dann wirklich Zitronengranaten? So als Item hier im Spiel. Woohoo! Das wäre mal richtig nice. Okay, hier kann ich definitiv nichts machen. Hier sehe ich zumindest ein blaues Rohr. Great. Another blocked corridor. Ja. Bestimmt wird es hier gleich so werden, dass das Rohr hier platzen tut und macht dann hier eine blaue Suppe oder so. Deswegen Würfel erstmal sicher beiseite legen. The door won't open from this side. Maybe there's some other way around or something. Okay, gut. Drücke ich halt eben diesen Schalter und... Ach so, okay. So viel zu meiner Theorie, dass dieses Rohr dort oben kaputt geht und dann hier blaue Soße rauskommt. Dann machen wir es halt eben anders. Aber da drüben, da sehe ich auch blaue Soße. Naja. Wie soll ich denn das jetzt auffassen? Soll ich da jetzt meinen Würfel dann hier lassen? Ich muss ihn jetzt hier lassen. Okay, gut. Dann muss ich den dann bestimmt gleich holen, sobald ich hier durchkomme, weil hier wird mir der Würfel definitiv nichts nützen. Der wird hier definitiv eingefärbt. Look around here.
I'll try to slow the rising goo down a little bit harder, I guess. Just don't take all day. Natürlich, thank you for not loitering longer than 20 minutes. Also, ich dachte, wir hätten noch ein bisschen Zeitdruck, aber wenn wir uns ja noch ein bisschen Zeit lassen können, okay, gut. Also mal sehen, was haben wir denn hier so Feines? Machen wir mal eine kleine Sightseeing-Tour. Wir sind hier in einem kaputten Büro mit ein paar Staubeffekten an den Lampen. Schönes Ambiente, ich glaube, dazu könnte ich auch mal ein Tutorial mal dazu machen. Da habe ich einen Lüftungsschacht und das sieht bestimmt danach aus, als ob ich dort lang müsste. Hier haben wir eine verschlossene Tür. Great job, Mel, you're on the other side of that door now. Yes! Very good. Ja, ja, halt mal die das Sabbel. So, was haben wir hier? Caution. Wear your respirator. Okay, wie du meinst. Ach ja, und ganz lustig, dieser Schalter macht diese Tür auf. Yay! Gut. So viel zur Sightseeing-Tour. Ich wollte mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal ein klein wenig weiter. Weil das wird mir immer noch ja etwas zu unstabil hier wirkend. Tür auf. Dankeschön. Gehen wir einfach mal weiter. Mal sehen, was wir noch so Feines hier mit am Start haben. Soll ich den Würfel jetzt mitnehmen? Bestimmt muss ich den Würfel mitnehmen. Oder, warte mal. Ach so, so soll es sein. Ja, ich soll den Würfel als Zwischenstufe verwenden. Andererseits soll ich den auch jetzt bestimmt mitnehmen. Also nehme ich den jetzt einfach mal mit. Tralali und tralala. Hier wackelt alles, hier schenkt alles, bis es geht nicht mehr. Was haben wir hier? Nichts. Okay. So, hallo. Können eigentlich Würfel brennen? Mal probieren. Der Härtetest. Der ultimative Härtetest von Würfeln. Kann der Würfel brennen? Nö. Der ist absolut feuerfest. Ha! Na, sieh mal einer Show. Aperture Science hat es geschafft. Die haben einen Holzwürfel hergestellt, der nicht brennen tut. Ja! Okay. Mal sehen, was haben wir da noch so Feines? Nur autorisierte Personen. Ich bin autorisiert, lang zu gehen. Ey! Okay. Kennwort 01234567 89. Verdammt. Dann lehrt eben nicht. Okay, den Würfel, den sollte ich gar nicht mitnehmen. Egal. Doors are locked. Back in the day, the wiring was a bit strange sometimes. Try turning some machinery on. See if that also unlocks the doors. Bestimmt mittels diesen Schalter. Was haben wir dann? Pump Station Delta. Okay. Surface. Ach so, Pump Station Data sollte dann wohl hier wohl Wasser darstellen, weil regulär kenne ich ja nur in Portal 2 von der Story her Alpha, Beta und Gamma. Alpha ist ja quasi die blaue Schmiere des Todes. Dann haben wir Beta, die orangene Speedsoße des Todes und dann Gamma ist ja dann Mondpumpe. Okay. Boah, sieht doch bestimmt gut aus, denke ich mal. That actually worked. Great! Na, warum sollte das jetzt nicht funktionieren? Also, ich bitte dich. Okay. So, caution, do not lean on railing. Okay, du meinst? Gut. Well, that's just great. Can't we get through a room once without stuff blowing up or blocking our way? Try to find some water again or something. Ja, ja, natürlich, kein Stress. Okay, definitiv soll ich hier lang und. Ah, da habe ich Wasser. Okay. Ja, stimmt. Pumping Station Delta, also brauche ich Wasser. Da kommt sogar noch ein bisschen Wasser. Ach so, ja, das soll diesen schönen hier Effekt mit darstellen. Okay. Mal sehen, wie komme ich denn jetzt da hoch? Kann ich hier lang? Soll ich hier lang? Darf ich hier lang? Muss ich hier lang? Tja, mal sehen, wie komme ich denn hier hoch? Kann ich irgendwo... Ne, warte mal. Orangene Soße haben wir ja nicht. Also kann ich hier kein Speed aufbauen. Da kann ich ein Portal hinschießen. Dort unten habe ich offenkundig nichts. Dort geht es dann generell weiter. Oh, okay. Verstehe. Ach. Bestimmt soll das genauso sein. Dann mache ich das einfach mal. Jo. Okay, da habe ich also jetzt, ach so, na klar, ich darf eine Runde Feuer löschen. Hab schon verstanden, den Gag. Na dann, Wassermarsch. From there, there's just the walls. Don't get comfy, though. I pulled the plug on some emergency runoff dams, but the goo is still rising. Naja, wenn das mal keine guten Nachrichten sind, also wird das dann irgendwann mal hier alles komplett mit tödlicher Schmiere komplett zugekleistert werden. Okay.
nehme ich zur Kenntnis mit hin. Also, naja. Und die Maschinerie schadet das hier generell nicht. Also zumindest was Cave Johnson hier angerichtet hat. Oder hat anrichten lassen. Wow! This place is massive! Whoever built this place must be a great architect. Naja, also, da habe ich schon bessere Konstruktion gesehen. This room is a control panel. It controls the hatch. Try to get there. Ja, ja, okay, mal sehen. Da habe ich Alpha, also blaue Pampe. Okay, habe ich noch irgendetwas hier, was ich noch für meine Zwecke noch mit benutzen kann? So wie das hier ausschaut, muss doch bestimmt auch Beta, wie dort oben mit vom... Ach, okay, gut. Ja, warte, wenn ich das jetzt so betrachte, hier ist die Treppe kaputt, also müsste ich... Ja, okay, müsste ich mich hier hochhangeln, also eher gesagt, hochspringen. Na, dann bin ich mal gespannt, wo dann hier die blaue Soße dann rauskommt. Ah, und hier nochmal schön dargestellt. Alpha und Oberfläche. Yep. Okay. Ach, hier kommt blaue Soße raus. Blau ist das des Todes, blau ist das des Glücks oder so in der Hinsicht. Okay, ich bin der Malermeister. Ich male alles ein, ich kleiste alles ein, weil es mir quasi so viel Spaß macht. Und was man auf der einen Seite hat, kann man auch schön auf der anderen Seite mitmachen. Oder so ähnlich. Das sollte, denke ich mal, genügen. Na dann, auf geht's. Na komm. Na bitte, geht doch. Schön. Ach so, hier muss auch noch ein bisschen Soße hin. Warte mal, das kommt ja so schräg. Ach so, hier ist ein Portal. Ja. Ergibt Sinn. Dann sollte es funktionieren. So sieht's aus. So sieht's aus. So und nicht anders soll es gemacht werden. Jo. Ach so, so komme ich natürlich dann zur Beta-Station. Jo, das nehmen wir doch gerne mit. Ja, von Alpha folgt Beta. Warum eigentlich? Oder was sollte denn eigentlich mal geplant gewesen sein? Also sollte das vielleicht auch mal so gewesen sein, dass orangene und blaue Soße sich mal vermischen und wir dann die Suppe Zeta am Start haben oder Omega oder was auch immer. Also das ist jetzt nur so ein grober Gedanke von meiner Seite aus. Okay, also ich hatte mit meiner Vermutung schon recht. Ich brauche hier Sauce, viel Sauce. Orangene Sauce des Glücks. Ich werde sehen, ob dieses kleine blaue Fleckchen... Ne, warte mal, das ist doch totaler Quatsch. Ich, ja, ich wollte jetzt sagen, ich nehme irgendwie hier Speed auf und dann diese kleine blaue Süßchen, was hier war. Aber stimmt, ich kann hier nirgendwo hinspringen. Aber da kann ich hin. Und ich glaube, das soll auch Teil der Lösung sein. Oder genau die Lösung. Na, dann mache ich es einfach mal. Komme ich dann irgendwo dort oben hin? Ich probiere es mal. Jo, definitiv. Hier habe ich eine Tür. Die sagt mir nichts. Okay. Mal sehen. Ach so, ja, natürlich. Jetzt komme ich ja zum Control Room und möglicherweise kann ich dann auch damit die Tür ja öffnen. Und so soll es dann auch geschehen. Oder eher gesagt, dieses riesengroße... My records show that at least two people were needed to activate the bolt hatch. You're one person. There's a bit of a problem there. I'm sure we can figure something out. Ja. Ich ahne doch schon wieder, wie es werden wird. Natürlich hier ein Portal, dann ein Portal und fertig. Das macht mir noch gar nichts. Ach so, ich muss erst diese beiden Schalter aktivieren. Ja, ach so, stimmt, ja. So sieht jetzt hier Mel aus. Warum ist eigentlich Mel oder Chell in Portal 2 oder generell, warum sind eigentlich diese Charaktere die ganze Zeit immer nur Frauen? Naja, egal. Darüber kann ich mir mal später Gedanken machen. So, habe ich das? Ja. Ah, na dann schaue ich mir noch die Animation dann noch schön an. Das wird schön. Like me, but still. Take the elevator up to me.
I'm in the junkyard just outside the hatch. It's finally time for me to repay my end of the deal. Ja, ja, natürlich. Keinen Stress, würde ich mal sagen. Mal sehen, wo macht das Teil jetzt hin? Dahin. Ach so, ursprünglich soll es wohl mal so lang gehen. Ich kann auf dem Rohr lang und dann dort rein. Und der beste Weg scheint dann eindeutig dieser hier zu sein. Jo, eindeutig. Na wunderbar. Dann kann ich doch diese Gelegenheit nutzen und einfach hier reinhüpfen. Perfekt. Na dann, auf nach oben. Aber wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Diese schöne, ja sagen wir mal, wirklich naturelle Einrichtung. We'll meet up shortly. And good news, we're not going to have to worry about the goo eating us alive. I'll seal up the hatch and we don't have to worry about that anymore. That's definitely a plus. Das würde ich auch als positiv abstimmen, wenn man einfach da die Luke hier wieder zumacht. Dann, ja, geht die Schmiere nur bis hierhin und Feierabend. Auch gut. Achso, da geht's lang. Da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Und ich würde mal sagen, dann sollte dieser Part auch sicher wieder zu Ende sein. Weil ich dürfte jetzt bestimmt schon wieder 25 Minuten schon wieder rum haben. Keine Ahnung, werde ich dann in der Aufnahme dann sehen. Egal. Gehen wir es mal an.